Der Ornithologe startet seinen Arbeitstag um 5 Uhr morgens. Sein wichtigstes Hilfsinstrument sind seine Ohren. Er bestimmt den Gesang der Vögel und erhebt so die vorhandenen Vogelarten. Er gehört zu einem Forscherteam von Eurac Research, das im Auftrag des Landes langfristig, systematisch und verteilt über das ganze Land die Biodiversität in Südtirol erhebt und beobachtet. Wie die Vögel werden auch die Fledermäuse über ihre Laute erfasst. Da das menschliche Ohr sie aber nicht hören kann, montiert die Expertin Ultraschallaufnahmegeräte, sogenannte Bedlogger. Die aufgezeichneten Laute kann sie den Arten zuordnen. Es sind vor allem sensible Artengruppen, die im Biodiversitätsmonitoring Südtirol erfasst werden. Arten, die auf Klimaänderungen und Änderungen in der Landwirtschaft reagieren. Neben Vögeln und Fledermäusen sind es auch Heuschrecken und Schmetterlinge, die die Experten einfangen, bestimmen und wieder freilassen. Am Boden erhebt der Botaniker die vorhandenen Pflanzenarten. Im Boden selbst untersucht die Forschergruppe die Bodenlebewesen sowie die Beschaffenheit des Bodens, die Bodentextur, den pH-Wert und die Nährstoffe im Boden. Diese systematischen Erhebungen führt das Forscherteam in einem Zeitraum von 5 Jahren an über 400 Standorten in ganz Südtirol durch. Die Standorte umfassen verschiedene Lebensräume. Äcker- und Dauerkulturen, Wiesen und Weiden, Wälder, alpine Lebensräume, Feuchtlebensräume, Fließgewässer und Siedlungsbereiche. Nach den Erhebungen im Frühling und Sommer werden die Proben und Funde im Labor untersucht und ausgewertet. Die Daten des Monitorings sind grundlegend für Entscheidungen, die unsere Zukunft betreffen. Biodiversität ist die Basis unserer Nahrung, unserer Wirtschaft, unseres Lebens. Doch führt unser Einfluss auf die Umwelt dazu, dass die Biodiversität weltweit abnimmt. Viele Arten und ganze Lebensräume sind in Gefahr, für immer verloren zu gehen. Das Biodiversitätsmonitoring Südtirol ist als Langzeitprojekt angelegt. So lassen sich Veränderungen beobachten und Entwicklungen vorhersagen, um wissenschaftlich fundierte Maßnahmen zu treffen.